Und da ist noch Julia Mayer, aktuell Österreichs beste Langstreckenläuferin, die erst vor 3 Wochen den österreichischen Rekord über 10 Kilometer auf der Straße knackt. Vergangenes Jahr macht die 28-Jährige ihr Hobby zum Beruf. Seit Herbst 2020 ist sie Heeresleistungssportlerin. Davor dreht sich in Julia Mayers Leben alles um den Fußball. 16 Jahre lang ist sie als Spielerin aktiv und zuletzt ist sie auch Trainerin bei Admira Wacker in der U8 und U9. Damals ist sie noch Lehrerin. Irgendwann bleibt neben dem Beruf keine Zeit mehr für das Training. Sie beendet ihre Karriere, doch da fehlt etwas in ihrem Leben. Ich habe die Füße natürlich nicht stillhalten können, nachdem ich aufgehört habe zum Spielen. War dann schon aktive Lehrerin. Und bin spaßhalber immer wieder wo mitgelaufen beim Nightrun und so weiter. Und da halt recht erfolgreich auch, ohne entsprechenden Training. Damit fängt Julia Mayer 2017 an und wird noch im selben Jahr Staatsmeisterin über 5000 Meter. Die große Wende folgt 2019 beim österreichischen Frauenlauf. Ja, das war wahrscheinlich der emotionalste Moment, wenn man so sagen will, in meiner Karriere, weil ich erstens natürlich mit der Platzierung nie gerechnet hätte, weil eben die Konkurrenz extrem stark war und weil die Zeit auch dementsprechend stark war. 16 Minuten und 6 Sekunden, Julia Mayers persönliche Bestleistung über 5 Kilometer auf der Straße. Das ist so eigentlich der Schritt in meine professionelle Karriere gewesen, weil ich die Zeit dann auf die Bahn habe bringen können bei der Team-Europameisterschaft und bin der Dritte geworden, habe für Österreich viele Punkte geholt. Mittlerweile ist die Niederösterreicherin 13-fache Staatsmeisterin. Die aktuelle erfolgreiche Saison möchte sie mit einer persönlichen Bestzeit beim Frauenlauf beenden. Die Bedingungen für Bestzeiten sind ausgezeichnet. Die Sonne versteckt sich am Vormittag noch über der Nebeldecke. 15 Grad, windstill. Das wissen die Läuferinnen und gehen es gleich sehr rasant an. Vor allem Gladys Chepkurui, eine der Favoritinnen aus Kenia. Sie wurde ursprünglich als Pacemakerin für Naomi Chepngeno engagiert, rennt aber in Abwesenheit von Naomi ihr eigenes Rennen. Sie löst sich sehr schnell von ihren Verfolgerinnen und ist ab dem ersten Kilometer mit einer 2,49er Zeit auf Rekordkurs unterwegs. Gladys Chepkurui kann ihr hohes Tempo halten und gewinnt den 5-Kilometer-Lauf in 14 Minuten 49 Sekunden. Sie verbessert den Streckenrekord um 39 Sekunden. Ein riesen Applaus und was für eine Leistung! Ich bin sehr glücklich. Ich hatte mir das vorgenommen, daher von Anfang an Druck gemacht, weil ich diesen Rekord knacken wollte. Mir gefällt es hier sehr gut. Der Britin Charlotte Arthur und den anderen ist das Tempo von Gladys Chepkurui zu hoch. Arthur muss sich einbremsen. Sie bleibt mit 15 Minuten 25 Sekunden unter der alten Streckenrekordmarke und wird Zweite. Ich bin absolut zufrieden mit meinem Rennen. Immerhin bin ich persönliche Bestzeit gelaufen. Es ist schon in Ordnung, bei diesem Topfeld Zweite zu werden. Auf Platz 3 Purity Kayuyo Gitonga. Die Zwillingsschwester der Wien-Siegerin von 2019 möchte aber mehr. Ich wollte eigentlich gewinnen. Es war mir dann doch etwas zu kalt. Es war schwierig. Aber der dritte Platz ist okay. Ich werde nächstes Jahr wiederkommen und versuchen zu gewinnen. Julia Mayer läuft heuer von Bestzeit zu Bestzeit. Auch heute mit Hilfe der Deutschen Katharina Steinruck. Die Quereinsteigerin verpasst das Podest nur um 5 Sekunden. Dafür gewinnt sie eine andere Sekundenschlacht. Mit 15 Minuten 45 verbessert sie den österreichischen Rekord von Jenny Wendt über 5 Kilometer um genau eine Hundertstel. Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ich wollte natürlich meine persönliche Bestzeit angreifen und hatte den Rekord irgendwie im Kopf, aber ich war einfach nicht mehr so fokussiert wie vor 3 Wochen beim 10er, weil einfach die Saison schon so lange ist und ich bin einfach nur gelaufen, weil es Spaß macht. Und dass es dann so gut geht nochmal, ist richtig, richtig cool.